Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dark Souls 3. Jetzt sind wir in der Zwischenzeit beim Pfad der Untoten angekommen. Und das ist jetzt ein Bereich, der für mich praktisch komplett blind ist wieder. Da habe ich nicht wahnsinnig viel drüber gelesen oder gesehen, sondern dort werde ich ziemlich unbelastet rangehen dürfen. Ah, da ist ein Gegner. Huch. Aha, der verwandelt sich in einen Flieger. Da bin ich mal gespannt, wenn da noch mehr davon kommen, ob die dann auch tatsächlich fliegen. Das ist auch wieder so ein komischer Abschnitt hier oben. Da oben drauf ist nichts. Wozu soll ich hier eigentlich hochlaufen? Das ist so irgendwie so eine blöde Sackgasse. Aber egal. Was ist da unten? Da unten hocken noch mehr von den Viechern. Im Notfall kann ich die auch mit meinem Bogen abballern, würde ich sagen. Ah, da unten sitzt noch einer. Was ist da? Da schimmert was. Ja, das war jetzt mal einigermaßen easy. Ein Beichtstein, wozu? Beichtstein. Ah, Waffen durch Wirkung aufheben, okay, macht den rückgängig. Verändertes Titanit, auch als Kahlstein bekannt, kehrt die Waffendurchwirkung um. Hat den Vorteil, die Wirkung der Durchwirkung umzukehren, ohne die Verstärkungsstufe zu reduzieren. Was? Okay. Okay. Ja, dann. Wie auch immer. Das sieht aus, als ob der ein bisschen rumzaubert da hinten. Das sieht aus, als ob ich tot wäre, wenn ich runterfalle. Ich gehe erstmal links, bevor... Ah. Oh. Tritt vor, hä? Versucht springen, genau, du Arschloch. Genau, das kann man ja auf jeden Fall mal versuchen zu springen. Aber da sind wir natürlich dann direkt getrollt. Und sowas von tot macht man sich kein Bild. Ich glaube, dass ich gleich als erstes mal diesen Typen, der aussieht, als ob er rumzaubert, machen sollte. Und zwar, indem ich ihm einmal... Was macht er? Das sieht aus wie Gift. Hm? Und das sieht aus, als ob es langweilig wäre. Naja. Upsa. Falsch gemacht. Oh Gott. Oh Gott. Ah, Scheiße. Huhu. Oh, es ist gemein. Okay. Oh, die sind ja richtig gehend gemein und fies. Nicht nur gemein, sondern auch fies. Es
So ist fein. Noch ein Beichtstein, das ist ja nett. Netter Zug. Seele eines unbekannten Reisenden, ja, auch nicht schlecht. Und da ist jetzt noch mehr von dem Viechzeug. So. Nice. Und jetzt, würde ich sagen, geht's bei dir weiter, hm? Naja, schlimm ist der nicht. Der macht halt irgendwie so komisches Zeug. Das ist jetzt, naja, nicht gar so dramatisch. Hm? Also hier hinten ist definitiv nichts mehr. Ist um den Wagen rum noch irgendwas, was ich übersehen habe? Was ist hier passiert? Keine Ahnung. Oh. Sieht nicht danach aus, als ob hier irgendwas Sinnvolles zu tun wäre. Ich sehe aber jetzt im Moment gerade auch gar keine Stelle, wo es weitergeht. Ah. Da hinten. Muss ich da runter? Sieht so aus, aber warum sind da so viele Blutflecken? Kann mir das mal einer sagen? Also da komme ich sicherlich runter. Vielleicht gibt es aber auch noch einen geraderen Weg. Versucht springen, das ist doch wieder so Verarsche. Also was ich machen könnte, um mir das Leben nachher leichter zu machen, wäre den Typen da mal runterschießen. Vielleicht gibt es auch noch mehr Typen, die runterzuschießen sind. Ah, scheiße. Na komm. Ah. Na, das ist doch Schitte. Na. Hat er die aufgeweckt, oder? Na, jetzt komm aber. Noch einen Schuss werde ich dir doch verpassen dürfen. Ja, weil in den Sack, ne? Okay, der ist mal weg. Aber ich weiß gar nicht, ob der der Schlimmste ist, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob der der Schlimmste ist. Das sind die die Kollegen alle. Die kriege ich jetzt nicht mit dem Bogen, würde ich sagen. Ah! Boah, ihr habt mich erschreckt. Ihr linken Bakterien. Heieieiei. Was bist du für einer? Ach, du bist auch so einer. Hast dich nur noch nicht verwandelt. So sieht's aus. Die sind ja echt krass. Die Jungs. Ist da irgendwo... Da war aber doch auch irgendwo ein Item, oder bin ich da unten? Ha, wie komme ich denn da runter?
So komme ich da runter. Eine Banditenaxt. Huch! Was bist du für einer? Oh Gott. Jawohl. Jawohl. Ein Schlachtermesser, das klingt ja geil. Aber bevor ich das ausprobiere, werde ich hier nochmal schnell runtergehen und erforschen, was da noch Schönes ist. Das Ganze mit einer Fackel in der Hand, da fühle ich mich dann einfach lichttechnisch deutlich besser ausgestattet. Ui, Banditenrüstung, bla bla und so weiter. Das ist ja ganz nett. Das ist ja ganz nett. Banditendoppeldolche. Doppeldolche, klingt cool. Das sieht aus, als ob das ein harter Sturz wäre, wenn ich da weitergehe. Das werde ich einfach nicht machen. Und stattdessen wieder hier hochgehen. Ich weiß gar nicht, was heute los ist. Es ruckelt doch immer wieder mal. So, what next? Da sitzt bestimmt einer über mir und kommt jetzt gleich runter. Ah Gott, das gibt's nicht. Da ist wer, okay. Aber ich gehe erstmal hier oben rüber. Da war ich ja wohl nämlich noch nicht. Kleine Scherbe, gut. Ah, ja, genau, da kam vorhin, kam hier der andere Fiesling runter. So sieht's aus. Da haben wir das schon mal wieder klar. Und jetzt bist du dran. Ja. Nix. Ah! Wo kommst denn du jetzt her? Und auch noch mit roten Augen. Scheißdreck. Wow. Wow, so ein... Wow. Na, das ist ja ein Drecksack. Ich... So, Rotauge. Das war's für dich. Lieber Gott. Die sind ja echt link. Link drüff. Tja. Ich hoffe, ich übersehe jetzt hier gerade nichts. Wo war ich denn, als der mich erschreckt hat? Da war ich hier. Und da steht bestimmt wieder Hildrid vor. Versucht unten, aber Vorsicht vor Feind, okay. Na gut. Oh, tatsächlich, hm? Gut.
Ihr seid doch Bogenkandidaten, meine Lieben. Gut. Also im Nicht-Runterstürzen sind die nicht besonders gut, muss man sagen. Gut. Hinterhalt voraus, auch noch. Also nicht nur Hunde, sondern auch noch ein Hinterhalt. Ich finde, Hunde reichen für einen Hinterhalt. Da geht es dann wieder hoch. Mornes Ring. Was ist Mornes Ring? Halt. Wo ist Mornes Ring? Verstärkt Wunder. Naja, okay, das ist wohl nichts für mich momentan. Ups. Ein Foliant von Karim. Das klingt so, als ob ich das dem Mädel da geben könnte. Die mir da Geschichten erzählen will. Halt. Hohe Wunder von Karim lernen. Ein heiliger Foliant aus Karim, geschrieben in Blindenschrift. Aha, genau. Gib ihn einem Geschichtenerzähler, um Karims fortgeschrittene Wunder zu lernen. Es ist die Tradition des Weißen Pfads, großes Vertrauen in die Worte der Blinden zu legen, weshalb Schriftstücke in Blindenschrift nicht ungewöhnlich sind. Ja, Gott sei Dank. Ansonsten würde die gute Dame da nicht in der Lage sein, mir irgendwas vorzulesen. Was wiederum bedeuten würde, ich habe ein Problem, weil ich nichts lernen kann. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch gar nicht unbedingt, dass ich irgendwas lernen muss von der, weil ich eben ein reiner Stärkecharakter bin, bla 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 und so weiter. Da werde ich wohl runterspringen müssen. Oh, ich habe kein Dingsbums verbraucht. Also Dingsbums, ihr wisst schon. Gesundheit. Ich habe mich komplett verlaufen jetzt. Sie weiß überhaupt nicht mehr, wo es weitergeht. Ah, genau. Da bin ich hergekommen. Dann müsste es hier unten weitergehen. Da war ja jetzt alles Mögliche und da ging es runter. Und ich weiß trotzdem nicht mehr, wo ich lang gelaufen bin. Naja, genau, hier unten war nochmal ein Item. Dann ging es hier wieder zurück, aber es ging doch da wieder hoch. Da ging es doch weiter irgendwie. Verflixt. Habe ich mich tatsächlich verlaufen, oder wie? Da, über die Brücke geht's weiter, genau. Über die Brücke. Da war ich noch nicht. Gut. Gibt es hier noch was zu entdecken? Liebe Freunde und Kupferstecher.
Aber es sieht fast so aus, als hätte ich hier alles erledigt. Einmal Glut, ja, das ist ja ganz nett. Und da oben scheint nichts mehr zu sein. Naja, gut, dann muss ich mal hier in diese Ruine reinlatschen, in der es auch nichts gibt. Da unten ein Leuchtfeuer, okay. Das kommt mir natürlich auch genau recht. Ich werde hier an der Stelle einmal untersuchen, was es da so alles gibt, falls es was gibt. Aber wahrscheinlich nicht. Ein Leuchtfeuer ist ja gut genug für unser Eins. Oh je, Scheiße. Oh nein, ein fucking Finstergeist. Wo ist der? Ich entzünde sicherheitshalber mal ein Leuchtfeuer. Kann aber nicht rasten. Ah. Was war denn das jetzt? Ein Rülpser? Da ist er. Hallo. Ja, ich habe eigentlich keinen Bock, mich zu verbeugen vor dir. Du bist doch auch ein Engine-Finstergeist, oder? Ich muss meine Ausdauer wieder hochbringen. Unkindled like you. This is Horace, a friend and traveling companion. Are you too in search of the Lords of Cinder? We're well along the road of sacrifices. Below us is the Crucifixion Woods. Beyond the flooded woods lies Farron Keep, home of the Undead Legion. Further yet is the Cathedral of the Deep. We seek the cathedral, home of the grim Aldrich. We may go our separate ways now, but we are both seekers of lords. The next time we cross paths, one may find the other in a time of need. May the flames guide your way. Oh, yes, Horace. He's not very talkative, but don't think ill of him. He is an upstanding, kind-hearted knight, a fine partner for this grueling journey. Without his help, I would have cursed this onerous duty long ago. We are well along the road of sacrifices. Below us is the crucifix. Beyond, we may go ask the next time we may the flame.